Wir fahren jetzt los. Machst du Fotos oder filmst du? Ich filme. Hätte ich das gewusst? Komm hier im Herbststudio Polen. Ja. Burger King direkt nebenan. Frisch in Gravity Blast bestellt. Ja, dann nehmen wir den nochmal. Wir sind auf dem Weg ins Herbststudio. Ja, nach Polen. Um genau 11 Uhr. Wir sind quasi gleich da. Wir fahren jetzt ohne Stau. Mit Horn fährt immer so ungefähr 250 mit seinem Charan vollgepackt mit uns darüber. Also könnt ihr euch ausrechnen, wenn wir da sind. Zwei, drei Stunden. Das ist der Kevin vor uns. Der drückt dann gleich den Turbo Booster und dann geht's ab. Den haben wir jetzt ganz schön aufgebaut, Mike. Das ist alles, was ein Mensch braucht. Kaffee. Und Ding. Keine Ahnung. Der schmeckt auch nicht gut. Nein, es sieht auch scheiße aus. Ja. Boah, der war da scheiße geschmeckt. Ich will wissen, wie weit es jetzt ist. Jetzt filme ich, wie das Ding kein GPS-Signal hat. Das ist auch schlau. Ich fahre zwar jetzt gerade, aber ich muss das kurz aufnehmen. Weil ich will wissen, wie weit es ist. Die Strecke ist weiß. 1200 Kilometer. Was sagt er? 1200? Vom Straßenverlauf. Das sieht sich da auf dem linken Fuß ab. Wir sind ganze 2 Minuten gefahren. Und wir kommen in den ersten Stau. So weit, so gut. Läuft. Das gelobte Land! Wir sind jetzt bei Berlin vorbei! Nur noch 87 Kilometer! Wir sind gerade am Ende der letzten deutschen Tankstellen. Wir werden ein letztes Mal gutes deutsches Überdiesel tanken, bevor es dann in den Ballen geht. Und das deutsches Überdiesel. Ober! Robert, wir sind da. Das stimmt gar nicht. Guck doch nicht so grimmig, wenn du schläfst. Hier, Bundesgrenze. Miau. Und ich bin die Grenze! Da werden wir bei der Rückfahrt gefangen, mit Sicherheit. Meinst du? Ja, es gibt so viel, es gibt immer noch so Zigarettenschmuggel und so ein Kram, ne? Das gehört zwar zur EU, aber es ist nicht. Darf es trotzdem nicht. Polen! Sehr schön hier, sehr schön. Wir sind schon ungefähr 35 Milliarden, Millionen Jahre unterwegs. Es ist 19:29 Uhr, 7:30. Das Ding sagt, wir haben noch 422 Kilometer vor uns. Und kommen um 2.31 Uhr in Bialystok an. Was da hinten ist, an der russischen Grenze. Wir haben dreimal bezahlt, die haben uns völlig abgezockt an diesem Scheißding hier. Aber ansonsten alles super. Mein Arsch tut weh, ich habe kaum noch Zigaretten, wir haben kein Geld mehr. Also zumindest kein polnisches Geld, ich habe noch 2 Schlotti. Schlotti? Er hat auch 2 Schlotti. Macht zusammen 4. Und er kann singen. Im Grunde genommen sind also, stehen wir eigentlich ganz gut da. Ah, ein Blitzer. Ja, ja, das war ja nicht der erste hier in Polen, das sind wir ja gewohnt mittlerweile. Klar. Ja, in der Tat. Ich habe nachgezählt, ist der 35. Das ist eine Lüge. Das war der 34. Nur noch 311. Der 36. Wenn wir irgendwo changen können, würde ich sagen, machen wir das mal, oder? 334? 311. 333? Boah, geil. Wir haben jetzt viel nur nach 311 Kilometer. Wir wollen 9. Ist schon an? Aber da leuchtet überhaupt keine rote Lampe. Doch? Geil. Ja, wir haben jetzt
Halb elf. Und Robert hat gerade mit dem Herzstudio telefoniert. Und mit dem Herrn Herz. Und ja, wir werden uns über Akkorde mit den netten Herren verständigen. Das heißt, ein Dur ist eine fröhliche Zusage und ein Moll wird eine, ja, nicht so schöne, ein Nein bedeuten. Er klang jetzt am Telefon sehr mixolydisch. Mixolydisch, also ja. Vielleicht müssen wir uns da ein bisschen Mühe geben. Aber es wird funktionieren. Wir sind fast am Ziel. Horn hat seinen Kaffee. Ich hab den Kaffee auf. Sieht mir nicht so. Es sind noch gesunde, immer noch 209 Kilometer. Das sind überhaupt kein Ende hier. Das ist so krass. Die Stimmung ist prima. Die Stimmung ist leicht gereizt. Die Stimmung beschreibt einen verminderten Sus-Akkord. Wo landet man natürlich, wenn man nachts Hunger kriegt, weil es 23.45 Uhr ist und wir immer noch 200 Kilometer haben? Tada! Das goldene M. Bei Maki Thomas. Jetzt erzähl mal. Was ist der Scheiß? Robert, völlig, komm, jetzt erzähl. Völlig zufrieden mit meinem Handy. Jetzt erzähl auch. Ja, das ist, was halt ist mit deinem Scheiße. Handy? Ja, aber ich denke mal, wenn wir die Platte rausbringen und der Rubel rollt, dann kann ich mir auch ein besseres leisten. Aber was ich immer noch nicht weiß, ist, ob das hier Warschau ist. Wie finden wir das raus? Nach ungefähr 17 Stunden sind wir quasi fast da, noch 14 Kilometer. Angeblich haben wir das Ziel erreicht. Ja, wir haben gleich das Ziel erreicht. Wir haben das Ziel. Auf der linken Straßenseite. Das war schon lang jetzt. Ich bin heute Morgen um 9 Uhr aus Köln losgefahren, um 10 war ich in Essen, um 11 war ich beim David in Carmen und um 2.22 Uhr bin ich in Bialystok und wir sind gefahren 1334,9 Kilometer in, lass mich nicht lügen, 15, 16, 17, ja, sagen wir mal 17 Stunden. Wir sind jetzt da, ne? Das ist Metal, oder? Betten beziehen. Jede andere Band würde jetzt erstmal ein Bier rausholen, saufen und. Wir sind. Was wollen die Betten? Anders. In der Küche. Schlafzimmer. Hausflur. Und. Verdammt. So, hier sind die ganzen Dinger. Die werden wir morgen nochmal genau beachten. Da wird dann da wird Jack Slater hin. Da. Und dort ist die Kammer des Schreckens. Was für ein Zweitinstrument? Trompete. Trompete. Ja, mixolydisch C. Ob er das Trompeten sein lassen könnte. Ich muss nur mal sagen, boah, das war lang. Komm, nochmal so wie eben. Boah, das war lang.